Guten Tag. Warum fordert die Initiative Wirtschaft für Wandel konsequente Klimapolitik, Klimaschutz made in Germany ab sofort und entscheidende Maßnahmen in den ersten 100 Tagen des neuen Bundestags? Als Volkswirt und Unternehmer interessiere ich mich für die Geschichte der Menschheit und die Geschichte der industriellen Revolution. Die Engländer waren die Ersten, die die Dampfmaschine voranbrachten, und daraus entstand das British Empire. Selbst heute gibt es noch 2,6 Milliarden Menschen, die im British Empire, im Commonwealth sozusagen, leben. Als das British Empire an der Höhe seiner Macht war, ging da die Sonne nie unter. Allerdings hat das British Empire auf der Höhe seiner Macht und eigentlich in der Situation, in der man alles hätte voraussehen und verstehen können, die zweite Industrierevolution verpasst. Die geschah zwischen 1900 und 1915. Auf einmal war die billigste Energieform und die effizienteste Energieform nicht mehr die Dampfmaschine, die Dampflokomotive oder das dampfbetriebene Schiff, sondern es wurde Öl, Gas gefunden, raffiniert und Diesel- und Benzinbetriebene Autos, Schiffe und später Flugzeuge, Züge waren wesentlich effizienter. England aber baute weiter Dampfkriegsschiffe und Dampfeisenbahnen und versuchte selbst einen Dampfpanzer in den Zweiten Weltkrieg zu schicken. Damit verlor England seine Weltmachtstellung, seine Relevanz, und stattdessen wurden die UdSSR und die USA zu den Supermächten des 20. Jahrhunderts. Von den Unternehmen, die im ersten Dow Jones Index drin waren, überlebte diese zweite Industrierevolution nur ein einziges, Western Union, und blieb im Dow Jones Index nach 1915 drin. An dem Tag, an dem nur 1% der Laternen in London mit Strom versorgt wurden, immer noch 99% mit Gas, ging die Gaslaternenfirma schon bankrott. Denn es war allen klar, die Zukunft liegt in den Stromlampen und nicht mehr in den Gaslaternen. Erstaunlicherweise, von etwa 3000 Kutschenbauern weltweit, schaffte es nur eine einzige umzustellen, obwohl es relativ einfach zu sein schien. Man hatte eine Kutsche mit 4 Rädern und vorne ein Pferd dran. Und dieses Pferd würde man jetzt austauschen durch einen Verbrennungsmotor. Man hätte also leicht vom Kutschenbauer zum Autobauer werden können. Daran sind 99,9% gescheitert. Das heißt, eine Industrierevolution verändert die geopolitischen Situationen. China, das über Jahrhunderte eine Weltmacht war, wurde durch die erste Industrierevolution durch England ersetzt. In der zweiten Industrierevolution wurden es die UdSSR und Amerika, die die Weltmacht wurden. Dann nach dem Ende des Kalten Krieges oder, wenn man möchte, im Zuge der dritten Industrierevolution, der Digitalisierung, verloren die Russen oder die UdSSR ihre Machtposition. Es sah nach einer Weile aus, als ob nur die Amerikaner Weltmacht würden. Aber dann begann eine vierte Industrierevolution. Und diese vierte Industrierevolution, die grüne Industrierevolution, wie ich sie nenne, ist eine, bei der die bisherige Weltmacht Amerika, die bisherigen Weltmächte England, Europa auf einmal auch so abgeschlagen sind und so weit hinten dran sind, wie es England in der zweiten Industrierevolution war. Heute werden 95% der Solarpanel in China hergestellt. Und das, obwohl wir in Deutschland als Erste die Energiewende hatten, als Erste vielleicht die hocheffizienten Elektroantriebe wie beim ICE entwickelt hatten, ist es heute so, dass die große Mehrheit der elektroangetriebenen Autos aus China kommt und die Solarpanel. Das bedeutet, wenn die Situation so weitergeht, dass wir in Europa, wir in Deutschland, die Amerikaner international irrelevant werden, denn Zugang zur billigsten Energieform haben heute die Chinesen und sie werden damit ihr Wertesystem weltweit exportieren können. Was ist das Geschäftsmodell Deutschlands? Ich nenne es das Kodak-Geschäftsmodell. Kodak hat die Digitalkamera erfunden, so wie die Kamera, in die ich gerade gucke. Kodak hat die Digitalkamera erfunden, verworfen, und auf einmal
gibt es kein Kodak mehr, weil kein Mensch mehr einen Film in eine Kamera steckt, einspannt, durchknipst, aufzieht. Kodak gibt es nicht mehr. Deutschland hat die erneuerbaren Energien vorangebracht, das Energieeinspeisegesetz, die Energiewende erfunden. Energiewende ist ein englisches Wort heutzutage. Hat dann die Energiewende gedeckelt unter der Regierung Merkel und hat heute eine Situation, wo der Ausbau von Wind und Solar drastisch zurückgeht gegenüber dem Niveau vor 3 Jahren. Windenergie ist 75% niedriger, der Ausbau dieses Jahr und letztes Jahr wie vor 3 Jahren. 80% niedriger als das Niveau, das wir brauchen, um die Klimaneutralität erreichen zu können, jemals. Und um international wettbewerbsfähig zu sein. Wir haben 100.000 Jobs verloren, weil wir das hier verpasst haben. Das heißt, die Initiative Wirtschaft für Wandel ist für konsequenten Klimaschutz heute, damit wir in dieser 4. Industrierevolution unsere Stärken nochmal nutzen. Wir haben die Ingenieure, die Erfinder, wir haben die Rechtsstaatlichkeit, die Diversität, die internationalen Beziehungen, um Weltmarktführer zu sein. Wir müssen es nur wollen. Wir brauchen konsequenten Klimaschutz made in Germany. Dafür steht die Initiative Wirtschaft für Wandel. Deshalb bitte ich für Ihre Unterstützung, damit wir das bekommen. Herzlichen Dank.